Du hörst täglich Andachten von Miriam Martin. Der Dienst, der durch den Heiligen Geist durch mich gebaut ist, soll dich als Nachfolger Jesu in die reine und ursprüngliche Lehre Jesu zurückführen. Melde auch du dich gern zu weiterführenden jeweiligen Kursen und Begleitungen der Schule des übernatürlichen Lebens an. Dabei übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen vor Gott und den Menschen zu haben. Apostelgeschichte 24, Vers 16. Nun, wir sollen einen Charakter haben, der sagt, lieber tausendmal sterben, als einmal zu sündigen. Nun, ist uns bewusst, dass wir tatsächlich in der Lage sind zu sündigen? Ist uns bewusst, dass wir uns dessen bewusst sein sollen? Wir wollen nicht danach trachten, unser Leben zu retten, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen es verlieren, damit wir die Gemeinde retten. Du kannst nicht verhindern, dass Schwierigkeiten kommen. Sie werden kommen. Und Ärgernisse werden kommen. Bedrängnis wird auf dich zukommen. Aber wir kennen doch den, der den Ausweg geschaffen hat. Wehe den, durch den das Ärgernis kommt, das uns bedrängt. Sieh also zu, dass du keinen Anlass zur Sünde gibst. Lebe auf einer höheren Ebene. Sieh zu, dass dein Mund nicht böse von anderen spricht. Hast du je das ganze Bild gesehen, das im 26. Kapitel des Matthäus-Evangeliums vor unser Auge gemalt wird? Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Vers 21. Die Jünger fragen, Herr, bin ich es? In Vers 22. Jeder einzelne von ihnen war sich seiner menschlichen Schwäche so bewusst, dass nicht einer sagen konnte, er würde nicht der Verräter sein. Wie lange meinst du, hatte Jesus schon gewusst, wer ihn verraten würde? Jesus war mit den Jüngern zusammen gewesen, hatte mit ihnen gegessen, war mit ihnen hin und her gewandert. Nie hatte er irgendwen darüber informiert, dass Judas der Verräter sein würde. Die Nachfolger Jesu sollten sich nüchtern und sensibel gegenüberstehen. Und sie sollten nie gegen jemanden sprechen, egal ob es der Wahrheit entspricht oder nicht. Wenn Jesus den Jüngern gesagt hätte, dass Judas ihn eines Tages verraten würde, was wäre das Ergebnis gewesen? Alle wären böse auf Judas gewesen, und so bewahrte Jesus seine Jünger davor, 3 Jahre lang böse auf Judas zu sein. Welch eine Liebe! Welch eine Liebe! Erkennst du nicht den heiligen göttlichen Erlöser? Wenn wir ihn klar sehen würden und er vor uns stehen würde, würde sich jeder von uns vor seine Füße werfen. Nun, wir sollen sagen, oh Gott, Jesus, du allein bist würdig. Nun, sollen wir uns fragen heute an diesem Tag, ob wir wirklich achtsam sind und uns selbst davor bewahren, zu sündigen. Dabei aber übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen vor Gott und den Menschen zu haben. Also nicht zu sündigen, aus der Liebe zu agieren und uns zu fragen, was hätte Jesus in dieser Situation getan? Nun lass uns gemeinsam beten. O Vater im Himmel, im Namen Jesus, gib mir eine so heilige, intensive, göttliche Vertrautheit mit dir, dass ich lieber sterbe, als dich bekümmern zu wollen, o Herr. Gott Vater, ich bete dich an. Gott Vater, ich weiß, dass allein dein Sohn es ist, der würdig ist. So lege ich mein Leben vor seine Füße. Nehme ihn als Herrn in meinem Leben an und empfange
nichts als den Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen.